Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, wir wollen heute in das Webinar mal auch mit einer Aktie aus unserem DAO 30 Paket einsteigen, wo sich aktuell ja eine sehr, sehr interessante Entwicklung abzeichnet, respektive die jetzt natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten eben viel in den Medien stand. Wir hatten dazu auch einiges geschrieben und dazu heute auch an die DAO 30 Aktienpaket Abonnenten auch nochmal eine Kurznachricht versendet. Es handelt sich hier um die Aktie von Boeing, ja, der größte Luftfahrtkonzern der Welt ist aktuell in den Schlagzeilen, ist auch massiv angeschlagen. Die meisten werden es mitbekommen haben, die äußerst tragischen Unglücke, dieses der 737 Max und jetzt auch die ja, Aussagen des Whistleblowers, was die Sicherheit des Dreamliners anbetrifft. Also die Negativschlagzeilen für dieses Unternehmen reißen nicht ab und man muss wirklich sagen, also wenn das sich alles so bewahrheiten sollte, nur die Hälfte davon stimmt, dann ist das wahrscheinlich einer der größten Skandale überhaupt und eine riesengroße Schweinerei, die hier abläuft. Und ja, jetzt natürlich interessant, wie fügt sich das denn alles hier auch insgesamt in das Chartbild dieser Aktie ein, respektive eben in diese ganze Entwicklung. Nun, interessant zu sehen ist einfach, dass jetzt mal unabhängig davon, was der Markt eben oder was die Aktie jetzt eben hier fundamental dieses Unternehmen aktuell erlebt, wir natürlich trotz alledem hier im Chartbild auch so oder so natürlich sich eine Korrektur abgezeichnet hatte. Das war hier am Anfang des Jahres. Da ist der Titel hier nochmal massivst nach oben gespiked und ist seitdem dann eben entsprechend hier in eine Korrektur übergegangen, die aber eigentlich, wenn das alles hingehauen hätte, aus diesem Bereich hier heraus dann eben hätte ihren Abschluss finden sollen und dann von dort aus eben entsprechend eine Aufwärtsbewegung zu vollziehen gewesen wäre, was wir hier sehr gut sehen können, dass es dem Markt eben erstmal nicht gelungen ist. Sind nochmal weiter zurückgeworfen, dann wäre das theoretisch von hier immer noch eine Option gewesen, auch wenn das strukturell schon zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr schwierig aussah. Und ja, jetzt haben wir hier nochmal einen Anlauf unternommen, aber auch der ist jetzt hier gescheitert und jetzt auch insbesondere mit dem Handel der letzten Tage und dem, was wir heute auch zu erwarten haben. Die Aktie notiert heute auch im Pre-Market bereits wieder im Minus. Also, dass diese 3,19 unterschritten werden, da müssen wir ziemlich sicher von ausgehen. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mit einer 48-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall mal Kurse freigeschaltet bis 2,92 und darunter wäre dann richtig feuerfrei. Da könnte der Titel dann hier ohne Probleme Richtung 2,40 und tiefer erstmal abschmieren, ehe wir dann hier tatsächlich wieder die Chance haben, die übergeordnete Aufwärtsbewegung in Boeing mitzunehmen. Ja. Interessant ist einfach jetzt im aktuellen Umfeld, dass eben zum einen natürlich der Titel fundamental massivst angeschlagen ist, aber eben auch da zuvor schon, bevor sich das alles immer weiter nach oben geschaukelt hat, hier aber auch wirklich die Chart-Situation sich einfach nicht dahingehend entwickelt hat, dass der Markt hier wirklich eine Aufwärtsbewegung vollziehen konnte. Wir sind hier gescheitert, wir sind jetzt hier sehr wahrscheinlich gescheitert. Da hat alles nicht zusammengepasst. Und das ist jetzt hier sicherlich eben auch durch die Fundamentalsituation noch weiter katalysiert worden und wir müssen jetzt hier eben mit einem weiteren Abverkauf rechnen. Dahergehend haben wir uns ja auch in den letzten Wochen eben auch immer wieder zurückgehalten, auch wenn da eine Long-Chance bestanden hätte, haben wir gesagt, also aufgrund auch der fundamentalen Situation in diesem Titel wollen wir uns da erstmal lieber doch zur Sicherheit fernhalten und das hat sich bislang eben auch als den richtigen Schritt erwiesen. Brisanz gewinnt das Ganze natürlich auch noch dadurch, dass eben Boeing ja auch der größte Titel im DAO ist, ja, das heißt die Aktie macht 10% der Marktkapitalisierung des DAO 30 aus. Sprich, wenn die hier nach unten abschmiert, das wird eben auch schon natürlich den ein oder anderen Einschlag eben auch im DAO selber hinterlassen. Ja, wenn wir schon beim Thema DAO sind, dann widmen wir uns als erstes mal der weiteren Entwicklung auch dessen. Wir sehen hier aktuell oberhalb von 27.964 Punkten nach wie vor primär den Verlauf nehmend, dass wir eben hier diesen Zielbereich anlaufen werden, dort entsprechend höhere Notierungen erreichen werden und der DAO eben jetzt in den nächsten Tagen hier nochmals neue Allzeithochs anlaufen wird. Sollten wir zuvor unter diese 27.964 runterbrechen, dann wäre das obsolet und dann wäre eben die Chance da, dass jetzt eben die Welle 1 drin ist. Bevor das aber nicht passiert, haben wir ganz klar davon auszugehen, dass es hier erstmal nochmal zu weiteren höheren Notierungen kommt, ehe wir dann mit dieser Bewegung hier wirklich abschließen können und der DAO dann von dort aus diese Welle 2 Korrektur lostritt, dass die kommen wird, bleibt nach wie vor ganz klar unsere primäre Erwartung. Ähnlich verhält sich es eben auch entsprechend für den S&P 500, der jetzt auch diesen Weg eingeschlagen hat. Ich hatte das auch im letzten Webinar auch nochmals erläutert, was da die Option wäre. Wir hatten nicht gedacht, dass der Markt in der Lage sein würde, das tatsächlich nochmal durchzubringen, aber er hat ja dann am Donnerstag doch den Turnaround gepackt noch und ist hier nach oben abgedreht. Gleiches gilt auch für den DAX.
der eben hier zwischenzeitlich dann auch nochmals ein neues Jahreshoch eben etablieren konnte und wir auch hier davon auszugehen haben, dass er noch weiter nach oben läuft. Allerdings ist hier ein gewaltiger Unterschied, denn das ganze Szenario von seiner Zählung und so weiter, strukturell unterscheidet sich das doch gewaltig, denn wir müssen hier davon ausgehen, dass hier erstmal nur diese 3 zu Ende geht, wir dann in einer 4 korrigieren, während wir eben hier im S&P und auch im Dow eben davon ausgehen, dass es sich dabei um eine 2 handelt, weil die beiden oder diese Indexe eben untereinander an unterschiedlichen Punkten sich in ihrer Struktur befinden und wir eben an diesem 1-2-Setup so in der Form im DAX nicht festhalten können, sprich also hier dann davon auszugehen, dass die erst zu einem späteren Zeitpunkt eben ihren Abschluss findet, während wir das eben hier beim S&P und beim Dow auf einem imminenten, sehen, dass dann eben hier der Abschluss erfolgen wird. Ja, wir sind jetzt in allen drei Märkten aktuell nicht mehr short und werden jetzt eben vor Erreichen der Zielbereiche bzw. eben vor Ausbau eines klaren Umkehrsignals, wie eben zum Beispiel hier diesem Unterschreiten der 27.964 Punkte, dann eben auch keine weiteren Shorts hier eben in den Markt eingehen und jetzt hier abwarten, dass diese Ziele nach oben erreicht werden und dann sehen, wie sich die Reaktion des Marktes dort eben gestaltet. Ja, investiert sind wir aktuell allerdings eben im Edelmetallsektor. Wir sind ja long in Gold. Bislang, der läuft auch ganz ordentlich, es ist noch nicht der Riesenwurf gelungen, der Marker, keine Frage. Wir sind seit 14,69 drin, wollen jetzt den Markt hier über 14,94 ausbrechen sehen, dann ist hier der Weg nach oben erstmal frei und wir können dann eben uns auf Kurse deutlich über 1500 Dollar einstellen. Wir sind auch long im GLD. Hier wollen wir jetzt die 140,46 überwunden sehen, um dann eben auch hier den Weg in Richtung Norden freizuräumen. In beiden Werten können wir nicht ausschließen, dass das nochmal tiefer runterkommt, solange wir eben diesen Ausbruch jetzt eben nicht nach oben bestätigen. Stops haben wir in beiden Fällen noch nicht nachgezogen. Warum? Weil wir einfach noch damit rechnen müssen, dass das eventuell hier sich hier noch recht volatil bewegt und wir wollen da einfach nicht ausgestoppt werden. Ja, Silber wollen wir auch long gehen, gar keine Frage, haben es bislang aber nicht getan, weil uns einfach bislang das Setup nicht gepasst hat. Stop und die aktuelle Situation haben einfach nicht zueinander gepasst bisher. Da sind wir noch leider zur Geduld gezwungen, da warten wir jetzt eben seit mehreren Tagen auf eine Einstiegschance, die sich aber sehr wahrscheinlich auch recht schnell dann eben doch noch präsentieren wird. Also hier gibt es noch die Möglichkeit, kurzfristig einzusteigen. Das wird sich hoffentlich noch im Laufe dieser Handelswoche dann eben präsentieren, diese Möglichkeit. Und dann werden wir auch in Silber nochmals long gehen. Ja, was die Minen dann betrifft, GDX, GDXJ sind wir auch bereits long gegangen. Auch hier ein ähnliches Setup wie bei Gold. Im GDXJ ebenfalls, also in diesen beiden Werten sind wir jetzt auch wieder auf der Long-Seite investiert. Im GDX waren wir ja noch long, also da haben wir eben jetzt auf den bestehenden Long nochmal weiter aufgestockt. Und jetzt gilt es eben auch hier entsprechend dann einen Ausbruch, ein klares Ausbruchssignal abzugeben. GDXJ sollte jetzt über 40,85 ausbrechen und entsprechend dann eben der GDX über die 28,60 und dann 29,58 hinaus ausbrechen, um dann entsprechend auch diesen Einstieg und dieses Kaufsignal weiter zu bestätigen. Ja, kommen wir mal zu den Energiewerten, WTI, Uso, NetGas. Im WTI aktuell, man sieht es ja hier, den Bereich, den wir mal festgelegt hatten, den hat der Markt jetzt hier überschritten. Wir können aktuell eben auch noch keine Umkehr ausmachen. Wir haben ja hier noch nicht geschortet und werden damit auch weiterhin abwarten, wie sich das hier in den nächsten Tagen entwickelt. Dass es hier zu einer Gegenbewegung kommt, davon sind wir weiterhin überzeugt. Wir müssen jetzt einfach sehen, was können wir jetzt eben hier machen. Was kann der Markt jetzt hier noch ausbauen? Erreichen wir eventuell noch die 61,30, den Bereich, ehe dann wirklich die Umkehr kommt? Aktuell warten wir ab, wir werden erst shorten, sobald der Markt hier ein klares Umkehrsignal zeigt und entsprechend wichtige Unterstützung nach unten auch nimmt. Das ist bislang hier in diesem Umfeld aktuell nicht der Fall. Das heißt, wir werden hier weiter abwarten. Wir haben es hier bislang nicht geschafft, diese 59,09 zu unterbieten. Das wird sich sicherlich auch nochmal anpassen, gegebenenfalls, wenn wir nochmal ein neues Hoch ausbauen. Und solange dem nicht so ist, werden wir hier auch aktuell keinen Short-Versuch unternehmen. Im Zuge dessen ist es tatsächlich jetzt dem Uso ja auch gelungen, hier diese 12,31 zu überwinden. Anhand des hier skizzierten Szenarios stellt sich damit natürlich die Frage, ob wir es eben jetzt hier tatsächlich packen, hier nochmals in Richtung neue Hochs auszubrechen. Und dafür wäre dann ein Überschreiten der 13,15 im nächsten Schritt noch notwendig. Und dann hätten wir hier tatsächlich nochmal Kurse in Richtung 14,15 Dollar
vor uns, ehe der Markt dann von dort aus seinen Abverkauf weiter fortsetzen wird. Auch hier, egal wie das sich jetzt hier ausgeht, gehen wir davon aus, dass der Markt danach vor einer weiteren Korrekturbewegung steht. Das ist ja auch ganz klar die primäre Erwartung eben für den WTI-Preis. Ja, und dann kommen wir zu einem unserer absoluten Lieblingsmärkte, NetGas. Ja, wir haben hier ja gesehen, der Markt hat ja empfindlichst ausverkauft. Wir haben hier ein neues Tief unter den 221,7 ausgebaut, waren hier im Tief bei rund 215, 216, haben seitdem jetzt eine deutliche Gegenerholung etabliert. Man sieht jetzt hier gut, wir haben jetzt hier diese Welle 1 in diesem imminenten Abwärtsimpuls geschnitten. Da muss man auch ganz klar sagen, das passt auch hier von den Verhältnissen nicht mehr zueinander. Da werden wir den Count nochmals überarbeiten. Ich habe das jetzt mal drin gelassen, um das einfach etwas zu erläutern an dieser Stelle. Das heißt also, hier haben wir jetzt eben diese Zählung können wir so nicht aufrechterhalten. Wir sind aber noch nicht davon überzeugt, dass das nach unten jetzt wirklich durch ist. Dazu hat der Markt im Gegenzug auch noch nichts final signalisiert. Es wäre noch denkbar, dass wenn man das alles hier etwas weiter nach unten rückt quasi, also wenn man diese ganze Zählung etwas anders in Summe hier umstellt, dann bestünde natürlich die Möglichkeit, dass es doch eben noch eine Welle 4 ist. Die hätte dann theoretisch sogar noch Platz nach oben. Das werden wir jetzt die nächsten Tage nochmals eruieren. Es formieren sich auch mögliche Anzeichen, dass der Boden drin ist. Die sind aber auch bis dato noch nicht bestätigt. Also wir stehen hier vor sehr, sehr spannenden Tagen im NetGas in Richtung des Jahresendes. Ich meine, das ist auch für uns einer der Märkte, wo wir einen riesen Fokus drauf richten, um hier wieder einen Einstieg zu tätigen auf der Long-Seite. Aber aktuell ist dafür einfach die Zeit noch nicht reif. Im Laufe dieser Woche, wahrscheinlich im heutigen, morgigen Handel schon, werden wir auch mehr wissen, wie es jetzt hier um diese imminente Zählung bestellt ist. Ja. Und werden uns dann entscheiden, wie es um einen Long-Einstieg aussieht oder ob wir tatsächlich doch am Ende es schaffen, wunderbarerweise Kurse unter 2 Dollar nochmals anzulaufen. Aber da haben wir eben, wie gesagt, aktuell weder für die eine noch die andere Seite eine finale Bestätigung. In jedem Fall eines ist klar, das Momentum auf der Unterseite hat sich abgeschwächt. Aber da ist immer noch genügend Potenzial vorhanden, den Markt hier nochmals zu versenken, solange das eben nicht ins Gegenteil umschlägt. Und das sollte sich jetzt binnen dieser Handelswoche sehr wahrscheinlich auch herausstellen. Und dann werden wir wissen, wie es hier tatsächlich am Ende weitergeht. Ja, schauen wir von hier weiter zum Euro-US-Dollar. Da sieht es sehr, sehr gut aus für unseren Long. Da haben wir zwischenzeitlich den Stop nachgezogen. Der sollte jetzt hier weiter diesen Ausbruch vorantreiben. Stehen Sie wieder bei 1,1160. Wir haben uns einen Stop auf den Einstand nachgezogen, blicken dem Ganzen jetzt mal entspannt entgegen. Schaffen wir jetzt hier wieder den nachhaltigen Ausbruch hier über diese Marke von 1,1175 respektive hier über das letzte Hoch bei 1,12, dann können wir auch eben die Alternative zur primären Erwartung erheben und uns dann entsprechend darauf einstellen, dass es eben jetzt weitergeht in Richtung deutlich, deutlich höhere Notierungen und dass auch möglicherweise dann tatsächlich ein Einstieg sein wird, der uns über das gesamte Handelsjahr 2020 dann eben begleitet. Warum? Schlicht und ergreifend einfach dessen, da wir eben hier insgesamt ja davon ausgehen, dass der Euro sich dann eben wieder deutlich, deutlich in Richtung Norden erholen wird und entsprechend dessen ja halten wir das für einen sehr, sehr attraktiven Einstieg, den wir hoffentlich durchbringen können. Wenn der Markt das eben jetzt bestätigt, dann hätten wir da auf jeden Fall sehr gut hier den Einstieg hier in diesen Euro-Long abgegriffen. Gleichzeitig sind wir ja auch Short im Dollar-Index. Der hat ja auch zwischenzeitlich hier ein neues Tief etabliert, hat auch mal die 96,92 unterschritten. Das war wichtig, dass wir diesen Schritt schaffen. Jetzt wird es darum gehen, im nächsten Schritt hier unter 95,97 abzuverkaufen. Das ist dann hier eben auch die Bestätigung an der 100er Extension, dass wir es mit einer Welle 3 zu tun haben. Und die sollte sich dann auch in Richtung 94,93 hier dann eben auch etablieren, mal im nächsten Schritt. Das heißt, fallen wir unter 95,97, dann können wir eben auch hier dann hergehen und unseren Stop auf den Einstand ziehen. Ja, und dann schauen wir abschließend mal noch auf die Kryptowährung. Und ja, da hat es Ethereum nochmal gepflegt, nach unten verschnetzelt. Wir haben ein neues Tief ausgebaut und da hat sich jetzt wunderbar eben auch dieses Dreieck bestätigt. Da sind wir ja sehr schön draus ausgebrochen und haben jetzt hier wieder deutlichen Druck auf der Unterseite entwickelt. Der Markt hat hier weiter abverkauft und wir rechnen jetzt hier im aktuellen Umfeld eben, ja, wie bekanntermaßen, dass wir eben hier auf jeden Fall Richtung 120, 110 vordringen werden. Wir sind nach wie vor short in diesem Trade, hier zwischenzeitlich seit rund, ja, kann sagen 60 Dollar unser Einstieg hier zurückliegt und ja, sind froh, dass wir den abgegriffen haben. Sehr lukrativer Trade.
Leider sind wir damals nicht in den Bitcoin reingekommen. Auch der hat jetzt hier diese Dreiecksformation, diesen Abverkauf hier bestätigt. Und wir gehen auch hier ja ganz klar weiterhin davon aus, dass es zu tieferen Notierungen kommt. Also unser Ziel unter die 6.000 Dollar hier im Bereich von 5.400, das steht weiterhin und daran halten wir auch ganz klar fest. Da gibt es aktuell aus unserer Sicht jetzt keinen Anlass, davon hier abzurücken. Ja, ich hoffe, damit haben wir einen ganz guten Überblick gegeben über alle Märkte. Und ja, ich werde uns nochmal am Donnerstag wieder melden mit den ganz normalen Webinaren. Und in der kommenden Woche stehen ja dann schon die Weihnachtsfeiertage an. Da werden wir uns dann auch nochmal äußern zur Veröffentlichung der Updates als auch der Webinare. Da wird es aber sehr wahrscheinlich dann nur ein Webinar zum Ende der Woche geben. Denn auch wir werden uns wahrscheinlich genehmigen, am 24. doch mal etwas die ganzen Dinge hier, Aktivitäten zurückzufahren. Und dafür sie aber dann sonst mit anderen Updates entsprechend auch auf dem Laufenden zu halten, was das Kursgeschehen angeht. Und am 25. ist ja tatsächlich auch mal für alle ein Ruhetag angesagt weltweit und die Märkte sind geschlossen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine schöne Woche. Bis zum Donnerstag.